Und damit herzlich willkommen hier bei 4pixel. Heute ist der Tag gekommen, Winterladen 2017 in Leutsche. Wir treten wieder mal an. Jetzt geht's los, wir werden jetzt noch Philipp abholen. Danach holen wir Thomas ab. Rechner haben wir schon alles zusammengepackt. Und ihr werdet jetzt noch weitere Bilder sehen von der LAN-Party, was alles passieren wird. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und vergesst nicht, 4pixel, geht auf die Seite, nehmt am Gewinnspiel teil. Es lohnt sich definitiv. Viel Spaß euch. Gleiche Location wie beim letzten Mal. Natürlich sind wir drei Stunden zu früh. Das wird unsere 4pixel-Ecke. Nur noch zwei Stunden. Nur noch zwei Stunden. Alle drei. Die Ecke war beim letzten Mal. Und Thomas. Chef. Tommy natürlich. Daniel. Und hier sitze ich. Wir warten noch auf Nudel und der letzte Russe. Und auf unseren Neuling Joshua. In drei Stunden ungefähr soll das hier losgehen. Die bauen gerade noch die Server auf und alles. Und da ist Bruno. Ich glaube, das wird unser bester Freund. Die LAN-Party ist nun in Gange, denke ich mal. Da wir drei Stunden zu früh gekommen sind, mussten wir ein bisschen lange warten, dass jetzt ein paar Leute gekommen sind da hinten so. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal unsere 4pixel-Ecke und da geht's auch sofort los mit dem letzten Russen. Hallöchen. Der seine Kamera aufbaut. Ja. Ich drehe mal hier das Display. Und dann gehen wir doch mal eine Runde durch die Setups. Hallo. Hallo, der ist auch wieder da. So, sein Kühlschrank ist wieder da, der darf natürlich nicht fehlen. Natürlich haben wir ein Problem und zwar hat er seinen Monitor geschrottet und muss einen 4:3 Ersatzmonitor nehmen. Das ist natürlich ziemlich bitter, aber da kann man nichts machen. So, hier wird fleißig gemappt, richtig? Super, das ist der Nudel. Hier sitzt der Joshua, aka Commander Donkey. Was geht? Da ist, halt's Maul, da ist Thomas, aka Tommy. Hier ist mein schöner Platz. Und da ist der Xodana-Kappa. Nein, Daniel. So, neben uns sitzen auch noch zwei Leute, die wollen wahrscheinlich beitreten an unserem Team. Und genau das ist unsere Ecke hier. Wir sind offiziell zu sechs hier und werden als drei Teams im Warsaw-Turnier antreten. Und hier drüben geht es weiter mit dem Rest. Insgesamt sollten es, glaube ich, 30 Teilnehmer sein zur LAN-Party. Ist auf jeden Fall schon alle hier fleißig am Aufbauen. Ziemlich chillig. Und dann würde ich sagen, dass wir mal schauen, wie es weitergeht und ich euch dann mal am Laufenden halte.
Schau dir schon? Ja, bist du doch. Hallo, sag mal hier. Also, es ist gerade 7.23 Uhr. Unsere benachbarten Kollegen vom VPixel-Team nehmen langsam Abschied, weil sie noch Alter, nach Hause wollen. Ich bin nicht so im Arsch bin. Und sehen alle durch den Wind aus, außer natürlich ich. Wir sehen immer fresh aus. Und er sortiert seine nicht gerade jugendfreien Bilder. Das kann man natürlich nochmal auch einfangen. Das müssen wir nachher einen zensieren. Oder auch nicht. Das sieht man, glaube ich, eh nicht. Ja, wieder zu Hause angekommen. Alles aufgebaut, wie ihr seht. Wir waren natürlich jetzt noch 3 Stunden unterwegs, haben noch 2 Kollegen nach Hause gebracht, beziehungsweise zum Bahnhof gebracht. Und die sind jetzt auch auf dem Heimweg, alles gut. Die LAN-Party ist wirklich exzellent verlaufen, also es war echt ein geiles Miteinander-Game mit den ganzen Leuten und hat richtig Spaß gemacht. Gut, die Fahrerei war ein bisschen nervig, also wir haben relativ wenig geschlafen, so 3 Stunden haben wir geschlafen. Aber ich bin froh, wieder zu Hause zu sein, alles aufgebaut. Und jetzt geht es natürlich dran, wieder alles so aufzubauen, dass es auch wieder so aussieht wie vorher. Aber ich bin gut dabei und ich denke mal, das wird alles sich ergeben. Die anderen hatten auch viel Spaß. Also wir haben sie gefragt, das hat wirklich für diejenigen, die noch nicht da waren, extrem was Neues gemacht. Also sie haben sich auch gefreut darüber, dass sie eben mal Menschen kennenlernen konnten, die sie vorher noch nicht kannten. Und mit denen zusammen zocken konnten, reden konnten, was unternehmen konnten. Das war schon mal wieder eine neue Erfahrung für diejenigen, die noch nicht dabei waren. Für diejenigen, die schon dabei waren, die wissen ja, wie der Ablauf war und wie er ist. Also die kennen, für die ist das nichts Neues. 2 neue Mitglieder haben wir bekommen, wieder mal. Das war echt top, also sehr nett zuvorkommen. So geht es auf jeden Fall immer weiter. Wir werden immer größer und wir hoffen natürlich auch, dass ihr irgendwann den Anreiz habt, uns beizutreten, wenn euch das Video gefällt oder wenn euch die LAN-Partys gefallen, die wir gestalten, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da oder macht einen Kommentar, was wir besser machen könnten, wie wir was vorbereiten sollten oder wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die euch wirklich interessieren, welche Spiele wir zocken sollten. Wir gehen natürlich nicht auf jedes Spiel ein, was wir dort gespielt haben, weil dafür ist es einfach viel zu viel Videomaterial, was wir jetzt schon aufgenommen haben. Auf jeden Fall, uns hat es wirklich viel Spaß gemacht. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei, wieder mit 4Pixel und hoffentlich mal diesmal mit mehr als 6 Leuten. Wir waren jetzt schon sehr viel, also hatten schon komplett einen ganzen Tisch für uns. Auf jeden Fall eins dürft ihr nicht vergessen, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Es ist jetzt noch bis zum 24. Dezember Zeit, also wirklich nicht mehr lange. Es gibt wirklich krasse Sachen zu gewinnen, also strengt euch an, meldet euch bei uns, registriert euch bei unserem Forum und schaut euch einfach mal das Giveaway an. Ihr seht es hier nochmal, also es gibt echt richtig krasse Sachen zu gewinnen. Es lohnt sich auf jeden Fall und wir wünschen euch natürlich noch viel Spaß mit unseren Videos und mit 4Pixel. Man sieht sich auf dem Teamspeak.